Nora Gomringer, Gott kommt. Gott kommt und prüft die Abgasmessungen. Es verwirrt ihn, dass so viel gelogen wird. Er liebt Autos und das Fahren fährt schon seit einer nicht halbierten Ewigkeit immer um die Welt, die ihn erschaffen. Er schaltet Ampeln so, dass Entenfamilien unbeschadet watscheln können und das teilen Leute dann auf Facebook, damit mehr Weltfrieden ins Getriebe kommt. Gott hat beim Marketing auf keinen Fall geschlafen. Gott hat übrigens einen Vornamen. Wer den kennt, hat einen Marktvorteil, muss ihm das nicht vorstrecken. Dabei liebt er dich doch sehr. Sprich ihn an und er muss sich vier teilen. Leichte Übung, doch visuell krass überfordernd.